Frau Schäfer, was ist denn Ihr Lieblingscomputerspiel? Gleich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe ehrlich gesagt gar keins. Ich stamme aus einer Generation, in der man da nicht mit groß geworden ist. Deswegen habe ich mich auch eigentlich nie damit beschäftigt. Also in der Tat, ich habe noch nie eins gespielt. Halt, jetzt fällt mir gerade was ein. Meine Enkelkinder haben so eine Wii-Konsole bekommen zu Weihnachten. Da habe ich schon drauf gestanden. Was liegt Ihnen denn hier am Stand vom Jugendforum NRW so am Herzen? Warum unterstützen Sie das? Also die Spiele, die Games sozusagen, kann man ja nicht aus unserer Gesellschaft mehr wegdenken. Sie sind einfach Bestandteil des Lebens von vielen Menschen. Und das nützt gar nichts, dass man jetzt sagt, also das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, wenn man sich vor den Computer setzt, sondern man muss tatsächlich versuchen, junge Menschen einfach zu verstehen, warum haben sie Spaß daran, aber sie gleichzeitig auch durchaus zu einer kritischen Mediennutzung zu motivieren. Das heißt also auch, wie es hier so wunderbar auch auf den ganzen Fotos beschrieben ist, schön locker bleiben und nie die Controller verlieren. Also die Sprüche zeigen einfach, meine dritte Fremdsprache ist eine solche, der binäre Code. Das zeigt einfach, man braucht die Medien auch als Teil des Bildungssystems. Das können sie auch abbilden. Sie können auch Freude bedeuten, aber sie können auch ein großes Problem bringen für Menschen, die sich nur völlig darauf konzentrieren und nicht mehr loslassen können. Und da liegt ja die Gefahr. Und das deutlich zu machen, das denke ich mal, ist auch die Aufgabe des Jugendforums, also die Gefahren durchaus auch anzusprechen, aber deutlich zu machen, wie man ihnen begegnen kann und damit durchaus die Spiele als nutzen kann für Spaß und Freude, aber auch für Bildung. Was glauben Sie denn, ist der Anreiz für Jugendliche, Computerspiele zu spielen? Ach, das kann man ja schon bei kleinen Kindern beobachten, wenn man kleine Kinder vor den Fernseher setzt, die vorher aktiv waren, gesprochen haben, die sitzen auf einmal, sind still und sind fasziniert. Offensichtlich geht von diesen Bildern auf einem Computer so viel Faszination aus für Menschen schon ganz früh, das verliert sich offenbar nicht. Und das hat natürlich eine Entwicklung genommen mit den Spielen, die man sich vor Jahrzehnten gar nicht hätte träumen lassen. Aber das Faszinierende ist tatsächlich, vermute ich mal, dass man eintauchen kann in so eine andere Welt. Aber man muss eben auch wieder auftauchen, man darf nicht drin versinken. Und das ist das ganz Zentrale, das muss man sich immer wieder bewusst machen.